Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Was ist eigentlich die Energiebereitstellung und wie läuft sie ab? Nun, um die Bereitstellung erklären zu können, sollten wir erstmal abklären, welche Ressourcen bereitzustellen sind, nämlich die Energiespeicher. Um eine kurzfristige Übersicht zu geben, gibt es folgende Energiespeicher: ATP, KRP, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Um den Energiestoffwechsel übersichtlich darzustellen, wird eine Grafik verwendet, die auf der Y-Achse den Anteil an Energiebereitstellung darstellt, während die X-Achse die Belastungsdauer von Sekunden bis Minuten aufzeigt. Wenn der Muskel kontrahiert, so braucht dieser sofortige Energie. Diese kommt primär aus dem Adenosintriphosphat oder kurz ATP. ATP ist der wichtigste Energielieferant. Ohne ATP könnten Muskeln und Neuronen gar nicht erst funktionieren. Allerdings haben wir nur sehr wenig ATP im Körper, nämlich nur ca. 6 Millimol pro Kilogramm Muskelzellen. Kein Wunder, dass beim intensiven Training diese Reserven schon nach ca. 3 Sekunden aufgebraucht sind. Doch keine Sorge, denn ATP wird unmittelbar nach Verbrauch vom Kreatinphosphat, kurz KRP, resynthetisiert, was ich auch schon im Kreatin-Video erwähnt hatte. Die Kreatinphosphatspeicher belaufen sich auf ca. 20 bis 30 Millimol pro Kilogramm Muskelzellen. Kreatinphosphat liefert damit ca. 6 Sekunden lang Energie bei untrainierten Personen, doch diese Zeitspanne kann sich bei Hochtrainierten auf bis zu 20 Sekunden verlängern. Besonders beim Krafttraining werden die KRP-Speicher voll ausgeschöpft. Da Kreatinphosphat ebenfalls relativ schnell zerfällt, muss nach den energiereichen Phosphaten Glucose aus dem Muskelglykogen abgebaut werden, um die Leistungsfähigkeit des Organismus beizubehalten. Dieser Vorgang wird auch Glykolyse genannt und da der Abbau schnell einsetzen muss, verläuft dieser genauso wie bei den Phosphaten ohne Sauerstoffverbrauch, also anaerob. Hierbei entstehen aus einem Glukosemolekül nur zwei ATP-Moleküle, während sich als Abbauprodukt Laktat anreichert. Laktat, auch Milchsäure genannt, kann nebenbei schnell zur Ermüdung des Muskels führen, da eine Übersäuerung zur enzymatischen Hemmung der Muskelkontraktion führt. Übrigens, die Laktatkonzentration nach einer Trainingseinheit ist ein wichtiger Indikator für das Fitnesslevel eines Menschen. Es gilt, je höher der Laktatwert nach dem Training, desto trainierter die Person. Die anaerobe Glykolyse verläuft ca. 45 Sekunden lang optimal, jedoch wird diese möglichst schnell durch die aerobe Glykolyse ersetzt, damit die Übersäuerung möglichst vermieden wird. Die aerobe Glykolyse tritt ergo nur ein, sofern genügend Sauerstoff vorhanden ist. Mithilfe des Sauerstoffs kann Glucose vollständig abgebaut werden. Somit werden aus einem Glukosemolekül 30 oder 32 ATP-Moleküle gewonnen. Die Einsatzdauer reicht von 30 Minuten bis hin zu 2 Stunden, je nach Intensität des Sports und nach Größe der aufgefüllten Glykogenspeicher. Nachdem der Muskelglykogen weitestgehend erschöpft ist, muss der Fettstoffwechsel aktiv werden, da sonst Glucose aus dem Leberglykogenspeicher gewonnen wird, was langfristig gesehen zu einer Unterzuckerung führen kann. Die aerobe Lipolyse, darunter auch die Beta-Oxidation, kann dagegen über mehrere Stunden Energie liefern. Allerdings ist die ATP-Bildungsrate bei dieser am niedrigsten pro Minute. Des Weiteren werden bei einem untrainierten Fettstoffwechsel zusätzlich Aminosäuren abgebaut. Wie man anhand der Grafik erkennen kann, sinkt schrittweise die Energiezufuhr je nach Belastungsdauer. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die energiereichen Phosphate die höchsten ATP-Bildungsraten mit ganzen 4,4 Millimol pro Minute aufweisen. Die anaerobe Glykolyse liefert konträr dazu mit 2,4 Millimol pro Minute nahezu nur noch die Hälfte an Energie und die aerobe Glykolyse mit 1,0 Millimol pro Minute nicht mal ein Viertel. Die Lipolyse weist dagegen eine Bildungsrate von nur 0,4 Millimol pro Minute auf. Dennoch ist die Energiebereitstellung sinnvoll, da die Energiespeicher relativ flüchtig sind. Mit einem durchschnittlichen Kohlenhydratanteil von 0,5% im Körper sind auch die Glykogenspeicher keine zuverlässige Alternative. Mit durchschnittlichen 10 bis 15% Fett
und zusätzlichen Proteinen ist die Energiebereitstellung dagegen gesichert. Möchtest du mehr zur Energiebereitstellung erfahren? Dann hinterlass mir doch einen Kommentar. Falls du noch nicht weißt, was die Superkompensation ist, dann schau dir das folgende Video an. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.